Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Software Hardware 24. Hier vor uns liegt das neue Kindle Fire HD von Amazon. Es ist jetzt gleich ungefähr 18 Uhr und der Hermesbote hat es nun endlich geliefert. Ja, das erste Video von uns ist ein kleines Unboxing-Video mit einer ganz kurzen Erläuterung. Weitere Videos werden natürlich folgen. Da könnt ihr euch dann noch einbringen und uns sagen, was ihr gerne getestet haben wollt, was ihr gerne wissen wollt. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Also erstmal zur Box. Eine ziemlich schlichte schwarze Box. Mit so einem Reißverschluss. Ja. Der super aufgeht. So. Und da haben wir es auch schon. Das allererste, was man sieht, ist das Kindle, was ziemlich dreckig ist von außen. Aber das ist ja nur die Folie. Ja, legen wir das mal zur Seite und schauen, was wir noch so haben. Hier, auch in so einer schwarzen Verpackung, das müsste das USB-Kabel sein, genau. Also zum Laden funktioniert das einfach nur von USB auf Mini-USB. Es gibt hier kein richtiges Netzteil zu. Das Ganze müsste man extra kaufen. Kostet, ich glaube, 9 Euro. Legen wir auch mal zur Seite. Und hier oben in der Verpackung haben wir noch die Anleitung. Keine Feieranleitung. Einmal in schwarz, einmal in weiß. Mal sehen, wo der Unterschied liegt. Ja, einfach Anleitung. Braucht man, glaube ich, eher nicht. Ja, damit sind wir auch schon durch. Ansonsten gibt es nichts mehr in der Verpackung, nur die drei Sachen. Aber das Hauptgerät ist natürlich das Kindle. Da oben mit so einem Ding. Zack. Und da haben wir es auch schon. Ja, das fühlt sich natürlich gleich echt schön an. Fangen wir hinten an. Rechts und links sind beides Lautsprecher. Die Lautsprecher sollen wohl wirklich ganz gut sein. Und da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Das Tablet ist ja eher auf Multimedia ausgerichtet. Und dafür sind eben sehr gute Lautsprecher auch verbaut, laut Amazon. So, wo befindet sich der Anknopf? Ich denke, das könnte er sein. Ja. Und da leuchtet auch schon das Kindle Fire auf. Ja, ansonsten zum Tablet, es ist ein 7-Zoll-Tablet. Es befindet sich auf der Frontseite eine Webcam für Skypen, dafür ist sie hauptsächlich. Auf der Rückseite befindet sich keine Kamera, nur auf der Vorderseite, aber das ist auch nicht so wild. Ja, hier unten sieht man 25. Oktober, also heute ist Release von diesem Tablet und heute habe ich es auch gekriegt. Anderthalb Monate Vorbestellungszeit. Hier gibt es keine Deutsch. Doch, da oben deutsche Sprache. Das sind jetzt wahrscheinlich alles nur so Standards. Ach, hier kann man gleich das WLAN anstellen. Gut, das will ich gleich alles mal machen und ihr seid gleich wieder dabei. Wenn das Tablet im Standby-Modus ist, können wir es natürlich auch wieder erwecken daraus. Wieder über diesen Startknopf. Und da ist mir eben gleich aufgefallen, dass gleich am Anfang sehr viel Werbung kommt. Und entweder man kann es anlocken oder. Oh, ist der Knopf. Oder man kann sich hier mehr Informationen oder jetzt vorbestellen. Also da ist wieder die Werbung von Amazon sehr, sehr groß. Das Ganze lässt sich für 15 Euro eben ausblenden. Macht aber meines Erachtens nach keinen großen Sinn, weil das bisschen Werbung kann man auch, glaube ich, ertragen. Ich habe gerade jetzt Facebook installiert, dadurch kam das Icon noch dazu. Alle
Apps, die man installiert hat, sind auf diesem Startbildschirm gleich hier vorne mit dabei. Das hier ist nur das Willkommensschreiben und hier haben wir dann eben die einzelnen Apps. So wie Facebook auch zum Beispiel. Das Ganze sieht analog zum Handy oder iPad oder so aus, das ist alles ganz normal. An sich das Ganze hier ist auch relativ Standard. Hier oben kann man die Sachen löschen. Außerdem die Helligkeit ändern und andere Einstellungen vornehmen wie Lautstärke oder das drahtlose Netzwerk. Da sehen wir hier, dass wir angemeldet sind und dass das Bluetooth zum Beispiel aus ist. Alles in allem macht das aber wirklich Spaß, mit dem Tablet zu arbeiten. Von der Oberfläche her, ich habe mir das jetzt noch ein bisschen angeschaut. Hier unten steht immer irgendein Quatsch von den Kundennamen gekauft. Das finde ich ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Hier in der Mitte, das sind die installierten Apps. Da sind im Moment noch nicht viel. Das war gestern zum Beispiel die kostenlose App des Tages, die eigentlich Geld kostet. Hiermit kann man Fernsehen gucken und ja, Facebook. Hier oben über das Suchfeld kann man ganz schnell entweder die Bibliotheken durchsuchen, den Shop oder das normale Internet. Das finde ich ganz schön gelöst, dass das eben so funktioniert. Den Link zum Produkt gibt es natürlich unten in der Beschreibung und den Link zur Webseite mit dem vollständigen Testbericht, der bald folgt, den findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Jetzt bin ich aber raus.